Ich denke, jeder weiß genau, dass hier was passiert ist, wo keiner mit gerechnet hat. Das, was nachher an Zusammenhalt war, und jeder hat das gemacht, was er konnte, oder geholfen, wo er konnte. Das, glaube ich, ist schon was, was für den Ort ganz wichtig war. Auch die Hilfe, die von außen gekommen ist. Also, da sind viele vielleicht auch mal wieder eines Besseren belehrt worden, was unsere Jugend angeht. Oh ja, das stimmt. Ne? Was die für Einsatz gezeigt haben, egal ob es hier in Iversheim, in Münstereifel oder wo ist, da ist, glaube ich, vielen nochmal bewusst geworden, also man soll nicht so schnell über die Jugend urteilen. Was, glaube ich, schon für viele noch schwierig ist, ist der Regen. Ja, also wenn Regenwetter kommt oder wirklich viel Regen da ist, dann gibt es schon, glaube ich, eine ganze Reihe hier im Ort, denen es schwer fällt, dann ruhig zu bleiben. Ne? Es kommen immer wieder schöne Sachen dazu. Wir sind wieder ein Stückchen weiter mit unserem Keller. Dann kommt der Raum, der Raum. Also ich denke, das ist vielleicht so aus meiner Zeit auch einfach, wenn man klein angefangen hat. Ne? Es ist also jetzt meine zweite Ehe ja. Und mit meinem ersten Mann habe ich ein ganzes Haus gemietet, und für uns war es immer schön, wenn wieder ein Raum neu eingerichtet war. Und so ist das jetzt auch ein bisschen, ne? Es ist für uns wieder ein Stück neu hier, was wir zusammen uns wieder aufbauen. Und ich denke auch so für unsere Kinder, unsere Enkel vor allen Dingen, die wir ja auch teilweise mit betreuen, die auch in der Zeit, glaube ich, viel gelitten haben. Extrem. Gerade die Kinder auch. Also ich weiß nur, meine Enkelin saß bei uns im Schlafzimmer auf der Fensterbank und hat geweint. Oma, Oma, guck mal, da liegt das, da liegt das. Ne? Oh, dein schöner Schirm. Und ne, die war also völlig entsetzt über das, was passiert war. Aber für die Kinder fand ich es wichtig, dass sie dabei waren, dass sie das auch mitbekommen haben und auch gesehen haben. Ja, es ist passiert. Wir finden es alle nicht schön. Wir sind traurig, aber wir leben. Und das war eigentlich das, was ich immer versucht habe zu zeigen auch. Ne? Auch im größten Durcheinander habe ich mich mit der jüngsten Enkelin hingesetzt und habe ein Bilderbuch gelesen. Ne? Die war durch, das merkte ich, und habe ich gedacht, komm, wir setzen uns hin, wir lesen ein Bilderbuch. Ja, Klar. es gab Ist ja noch nichts, immer. was im Grunde wichtiger war als das, dass es die Familie gab. Ja, Ne? genau. Wir haben uns 2, 3 Tage konzentriert hingesetzt, alles zusammengetragen, den Antrag gestellt und ich sag mal, es war Anfang März Ja, wir haben ja auch erst das Jahr, also im Jahr danach, also wir haben relativ praktisch spät. 21. Und dann habe ich irgendwas überwiesen und guck auf mein Konto und da war das schon da. Innerhalb von Also ich denke, die später 14 Tagen, beantragt 3 Wochen. haben, waren schneller, weil da schon Das diese ging Aufteilung so auch mit super Detmold und so und stattgefunden hatte. Ne? ja, die haben Also das. ich kann nur sagen, das war klasse. Ja.